Da geht's noch nach oben. Da ist die Höhle aus. Da auch. Da geht's noch nach oben. Okay, machen wir dich mal so hin. Dann können wir jetzt nämlich hier sagen, du kommst weg und du kommst weg. Dann kommst du weg, du weg, du weg und du weg. So, können wir hier ein Licht hinmachen. Und da ein Licht hin. Und da ein Licht hin. Und da ist die Höhle zu Ende. Und da ist der Teil der Höhle zu Ende. Ich würde sagen, der geht zurück zu dem anderen Teil. Oh, nicht mal. Nicht einmal. Okay, dann muss ich da wieder hochkommen irgendwie. So, so, so. So, dann sind wir hier wieder draußen. Würde ich da noch eine Fackel hinhauen und da noch. Und wenn wir das dann hier schon haben, dann würde ich. Dich mitnehmen wollen. Dann gehen wir mal hier rüber. Damit wir uns hier umgucken können. Das sieht jetzt erstmal alles relativ erschlossen aus. Cool, dann gehen wir hier wieder runter. Ah, da oben ging es weiter. Und hier geht's weiter. Und da geht's weiter. Ich habe gesehen, dass da unten Kohle ist. Keine Sorge. Ich will jetzt erst bloß mal hier rüberkommen. Und dann kümmern wir uns um die Kohle auf dem Rückweg, oder? So machen wir das, oder? Klingt ja nach einem Plan fast. Ja, gut, das war jetzt nicht so gut. Aber das macht nichts. Da können wir einen Stein reinhauen. Und wir können hier oben mal eine Fackel hinpacken. Und dann haben wir hier. Wieder auf Fackeln. Wieder eine Kammer. Die weitergeht. Sag mal, diese Höhle ist echt der Mörder. Okay, da will ich dich eigentlich nicht haben. Ich will dich da haben. Gut, aber da muss ich eigentlich nicht aus hier kommen. Da kann ich hier einfach meine Ressourcen abbauen. Wobei ich den Schotter, denke ich, von der anderen Seite hole. Ja, was ich jetzt gedacht habe, ist, was wir mal machen. Ja gut, die Erde. Wobei, die Frage ist, warum will ich Erde abbauen? Ich meine, Erde habe ich echt genug an der Oberfläche. Wahrscheinlich, weil ich es kann. So, hauen wir hier noch ein Licht hin, auch weil ich es kann. Und dann schaufeln wir hier noch die Erde weg. Super. Was ich mich aber frage, ist, wie kommt in Höhlen Erde rein? Also technisch geht es überhaupt. Weil. Erde braucht ja diesen Verrottungsprozess von organischem Material. Und dazu braucht es A, das organische Material, und B, also das organische Material kann es durchaus geben, aber B braucht es entsprechende Bakterien und ich glaube auch Licht. Ah, da oben geht es auch schon wieder weiter. So, aber in dem Fragment sind wir jetzt auf jeden Fall durch.
So, was wir jetzt hier machen können, ist, wir können hier an der Stelle sagen, wir arbeiten uns hier hoch. Zack, 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 und dann geht hier wieder eine Fackel hin. Geht hier eine Fackel hin. Okay. Kommt hier eine Fackel hin. Kommt da eine Fackel hin. Dann gehen wir erstmal in den Bereich. So. Da kommt, glaube ich, da eine Fackel hin. Ich sehe hier gerade echt schlecht, weil hier gerade voll die Sonne reinknallt. Kommt da eine Fackel hin. Kommt da eine Fackel hin. Geht schon wieder nach da oben weiter. Na. Okay, sei es drum. Gehen wir erstmal hierher. Kommt da eine Fackel hin? Kommt da eine Fackel hin? Das wäre nicht so gut, wenn ich da jetzt reingelaufen wäre. Vor allem im Dunkeln. Lass mich raten, wenn ich den Sand jetzt anstups. Tschüss. So, der Sand ist vielleicht gar nicht so blöd, weil ich eh am Überlegen war, ob ich nicht mir ein bisschen Glas brenne für diverse Sachen. Also in der Höhle wollte ich so ein paar Sachen bauen mit Glasbrennen und so. Deswegen ist das vielleicht gar nicht so blöd, wenn ich jetzt ein bisschen Sand habe. So. Da haben wir den Bereich. Hier hinten war zu, ne? Okay. Das heißt, theoretisch könnte ich jetzt versuchen, mich hier nach unten zu graben. Mit der Spitzhacke. Also jetzt erst machen wir erstmal den da. Dann machen wir mal den da. Und wenn es nicht reicht, dann kann man ja immer noch so sagen, ne? Also der Witz ist halt der, dass ich mich jetzt einfach so im Kreis nach unten graben wollen würde. Und jedes Mal, wenn die Erde unter mir wegbricht, 1, 2, 3, gehen wir halt ein nach innen. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3. Dann machen wir hier wieder eine Fackel hin. 1, 2, 3. Und das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Okay. Na, komm, erstmal noch eine Fackel. Und Fackel. Dann Schaufeln. Dann wieder Fackeln. Hier noch Fackeln. Da eine Fackel. Da eine Fackel. Das kommt mir auch schon wieder irgendwie bekannt vor. Also, gleiche Strategie wie eben. Da ist er dann aus. Also, rein. 1, 2, 3. Und wir holen uns eine neue Spitzhacke. Eins, zwei, drei. Nein! Ah, okay. Macht nichts. So wild war es nicht. So, hüpf, hüpf. Zack und zack.
Zack und zack und zack und zack und zack. Kriegen wir irgendwie hin. Tom, Tom, Tom. So, und dann geht es da auf jeden Fall endlos weiter. Wir laufen am Rand weiter. Wie gesagt, das da unten kennen wir schon. Die einzige Frage, die sich halt stellt, ist, wo ist es? Von dem, was wir schon kennen. So, hier kommt auf jeden Fall eine Fackel hin. Wird nämlich mal wieder Zeit. Da kommt dann auf jeden Fall auch eine Fackel hin und dann sind wir da eigentlich schon fertig. Also ich meine, wir können jetzt nach unten laufen, um rauszufinden, wo wir sind. Aber ich glaube, das ist irgendwo relativ am Anfang. Würde ich jetzt aber auch nicht wollen, dass wir da groß weiterlaufen. Ich würde jetzt eigentlich außen rum gehen, mir den Sand holen. Genau. Das habe ich erwartet. Dann, wenn wir den Sand haben, dann können wir uns ja gemütlich nach unten graben. So wie jetzt halt. Und dann würde ich den Weg auch wieder zurückgehen. Weil ich mir nicht sicher bin. Okay. Naja, die Spinne kann auch ruhig bleiben, das ist mir gerade egal. Gehen wir hier halt wieder hoch. So, und dann können wir jetzt hier wieder zurück, da wo wir halt hergekommen sind. Weil es kann gut sein, dass da hinten auch noch irgendein Bereich war, den wir noch nicht erschlossen hatten. Zum Beispiel der da oben. Aber es da schon ziemlich ausgeleuchtet aussieht. Also kann es sein, dass wir da doch schon waren. Sind wir hier? Ja, ich glaube, hier sind wir wegen dem Sand reingefallen, kann es sein. Ist egal, wir müssten im Prinzip da lang gehen können. Ich meine, wir können da hinten halt auch noch lang. Das machen wir später. Jetzt würde ich erstmal gerne. Denn da kam er ursprünglich her. Apropos. Frage ist halt, ob ich jemals wieder in diese Höhle kommen werde. So. Genau, da unten haben wir ja gesagt, okay, wir bohren uns hier durch die Wand durch. Also hier kommen wir ursprünglich her. So, dann sind wir da irgendwo lang. Wahrscheinlich hier so hoch. Und da sind wir nicht weiter. Okay. Wir sind ja Komplettisten. So, das heißt, ich muss jetzt hier 1, 2 sagen. 3. Zack. 1, 2. 1 und dann gibt es hier auf jeden Fall eine Fackel. Und hier eine Fackel. Kann ich rüberspringen. Gibt es hier auf jeden Fall eine Fackel. Da eine Fackel. Da eine Fackel. Da eine Fackel. Sieht mir schon wieder so vertraut aus alles. Also nicht im Sinne von ich kenn's,
Aber ich hab das schon Fackel. Hey, das gibt's ja gar nicht. Heieieiei. Da ist ja Tageslicht. Das heißt, ich habe mich jetzt mit der Treppe ganz nach unten gegraben, nur um mich hier wieder nach oben zu graben. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wahrscheinlich bin ich irgendwo in Buxtehude. Ach ja, ist ja gut. Irgendwo in Buxtehude bin ich. Ist ja irre. Sag mir jetzt nicht, das ist direkt bei mir ums Eck. Okay, also das sieht mir jetzt hier erstmal nicht bekannt aus. Ist irgend so ein Wüstenbiom? Oder ist es diese riesige Höhle, die ich schon mal gesehen habe? Tschüss. Da haben wir auch noch ein riesiges Wasserloch. Ich glaube, ich muss mir echt mal einen Kompass machen. Ich muss mal gucken, ob es überhaupt einen Kompass gibt. Also wenn ich schätzen müsste. Dann würde ich sagen, ich muss in diese Richtung laufen. Ich bin der Meinung, ich bin hier schon mal vorbeigerannt. Durch diesen Wald durch. Und habe verzweifelt die Höhle gesucht, die wir eigentlich betreten wollten. So, da geht's ja auch rein. Ja, wahrscheinlich finde ich jetzt meine Höhle nicht mehr. Haha. Ach, das. Ist das nicht diese Schlucht? Guck da. Seht ihr das da hinten? Das sieht mir nach meinem Fackelturm aus. Das heißt, ich bin da hinten, von da hinten, komplett unter Tage hier rausgelaufen. Ey. Ey, ist das bekloppt. Und seht ihr das da hinten, da unten? Da ist schon wieder ein Wasserfall. Es gibt auch schon wieder eine geile Höhle. Warte mal, bin ich da nicht rein? So, und wie ich es gesagt habe, jetzt habe ich keine Ahnung, wo meine Höhle. Ah, das ist sie. Autsch. Das war nicht so gut. Okay, das ist sie nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Hier ist es. Ich bin mir ziemlich sicher, die sind verwoben. Okay. Wir essen Brötchen. Okay. Wir gehen wieder auf die Spitzhacke. Wir setzen hier eine Fackel hin und wir gehen zurück. So. Und wie ich es gesagt habe, ich bin mir ziemlich sicher, dieser Teil hier geht jetzt mit dem anderen darüber. Ich finde es interessant übrigens. Ist da unten jetzt Wasser? Ja, das sieht mir jetzt nach Wasser aus. Nee. Ist nicht wahr, oder? Könnt ihr euch noch an die Höhle erinnern, wo ich am Anfang geschwommen bin? Ey, das ist nicht wahr. Das ist genau die Höhle. Das ist doch alles nicht wahr. Ihr wollt mich doch verarschen. Also nicht, dass es mich stört, dass ihr mich verarschen wollt, aber ihr wollt mich doch verarschen. Das schreckt mich doch nicht so.
Dankeschön.